Kennst du das? Deine Website soll sich weiterentwickeln und verbessern, du hast aber bei Änderungen auf deiner Seite auch Angst, dass diese etwas verschlechtern könnten? In diesem Video zeige ich dir, wie du mit AB-Testing deine Webseite, deinen Shop oder deine App datenbasiert optimieren kannst. Nach dem Intro geht's direkt los, noch genug Zeit für dich, den Kanal zu abonnieren und auf die Glocke zu klicken. Mit AB-Testing kannst du mit Varianten und Ideen auf deiner Webseite experimentieren und damit herausfinden, was deinen Umsatz maximiert. Alles, was du hier hörst und noch mehr Tipps zum Optimieren, findest du auch in unserem kostenlosen Whitepaper. Ich habe dir das hier oben rechts verlinkt. Stell dir vor, deine Kunden sitzen vielleicht gerade vor deiner Webseite, sind wirklich an deinen Produkten interessiert, aber sie stellen sich die Frage, wann kommt das denn an? Ich brauche das zwingend übermorgen oder das ist mir zu heikel, da gehe ich lieber zu einer anderen Seite, denn da steht, dass es übermorgen ankommt. Tja, dabei liefert dein Unternehmen vielleicht genauso schnell wie die Konkurrenz, nur du zeigst das nicht so offensichtlich. Verschiedenste Ansätze können hier Besserungen bringen. Um jetzt herauszubekommen, wie sich eine solche Änderung genau auf deine Seite auswirkt, erstelle am besten einen AB-Test. Ein erfahrener Partner wie DotSource hilft dir bei der Auswahl und Einbindung eines Testing-Tools. Mit diesem kannst du die Veränderungen auf deiner Seite zeitgleich gegen das Original antreten lassen. Dabei werden Daten zu deinen wichtigsten Kennzahlen beider Varianten gesammelt und ausgewertet. Auf Basis von statistischen Kennwerten findest du dann heraus, ob deine Änderungen zu einer echten Verbesserung führen. Ob sich damit zum Beispiel deine Transaktionsrate und Umsätze, also deine Conversion Rate, steigern lässt. Das gilt nicht nur für Lieferzeiten, sondern natürlich auch für viele weitere Elemente deiner Seite. Bildwelten auf Teaserflächen, die Farbauswahl von wichtigen Bedienelementen, Positionierungen von Buttons, Menüführung und die Sortierung von Kategorien oder auch die Anzeige von Promotions genau zum richtigen Zeitpunkt. Du siehst, es gibt nahezu unendlich viele Potenziale, mit denen du datenbasiert experimentieren kannst. Bist du neugierig geworden? Dann lade jetzt unser Whitepaper herunter oder kontaktiere mich oder einen meiner Kollegen. Wir unterstützen dich von der Ermittlung konkreter Optimierungsansätze bis hin zur Testentwicklung.